In unserer neuen Rubrik X-Days versuchen sich unsere Reporter in ganz neuen Rollen. Heute geht es um Food-Lieferdienste. Viele nutzen sie ja regelmäßig, aber sie sind in letzter Zeit in Verruf geraten, weil sie ihre Mitarbeiter angeblich ausbeuten. Aber stimmt das? Unsere Reporterin Claire steigt 3 Tage lang in die Rolle eines Lieferdienstfahrers und lernt die andere Seite des bequemen Futterns kennen. Ich kann nicht mehr. Das tut auch so weh auf Kopfsteinpflaster. Jetzt bin ich auch einfach platt. Ich zitter auch total. Oh. Mir ist gerade was aufgefallen. Ich habe die Pizza vergessen. Wir alle kennen die Fahrer mit den großen Boxen auf dem Rücken. Was steckt hinter diesem Job? Um das herauszufinden, wird aus unserer Reporterin Lieferdienstfahrerin Claire. Und zwar 3 Tage lang. Ist Claire dieser Aufgabe gewachsen? Normalerweise bewirbt man sich online als Fahrer. Hier in der Personalabteilung werden die Ergebnisse ausgewertet. Wie alle Bewerber muss sich auch Claire vorab ein Lehrvideo anschauen. Mit ganz schön vielen Regeln und Verboten. Das Wichtigste beim Kunden: immer freundlich sein und ein Lächeln aufsetzen. Okay, cool. War ein bisschen viel Information, aber so vom Ablauf her habe ich, glaube ich, alles verstanden. Hat Claire wirklich alles verstanden? Das zeigt ein kurzer Test. Wenn ich beim Kunden angekommen bin, schließe ich mein Fahrrad an, definitiv. Wenn ich das Essen vor dem Kunden auspacke, lege ich die Schaumstoffkissen und Thermotaschen? Ja, das mache ich A. Überprüfe ich, ob etwas ausgelaufen ist? Das mache ich auch B. Man muss 85% der Fragen richtig beantworten. Claire besteht den Test. Das ist das Einzige, was sie erfüllen muss. Du hast gut aufgepasst im Video, ja. Du hast gut nachgedacht. Du kannst loslegen bei uns. Echt? Ja. Cool, ich freue mich voll. Für den Job nutzt jeder sein eigenes Handy und Fahrrad. Jetzt muss Claire noch eine Proberunde absolvieren und danach allein ausliefern. So, bist du bereit? Ja. Dann loggen wir uns mal ein. Wenn dann dieser schöne Ton kommt, dann heißt es für uns, wir haben die nächste Bestellung. Also wir müssen jetzt einfach warten. Was war das längste an Wartezeit? Da ist es. Eine neue Lieferung haben wir. Das heißt, wir drücken auf Akzeptieren. Jetzt haben wir die ganzen Informationen. Friedrichstraße, das ist schon ein Stück. Auch wenn wir drehen, muss Claire fahren wie alle anderen auch. Hätten wir Zeit mit der Kamera dran? Wir haben überhaupt keine Zeit. Okay, du fährst mir einfach hinterher und wir achten auf alle Verkehrsregeln. Ja. Alles gut. Gut, okay, los geht's. Los geht's. Die Zeit läuft. Denn das Essen muss in nur etwa 30 Minuten beim Restaurant abgeholt und dann zum Kunden gebracht werden. Das verspricht der Lieferdienst. Andreas kennt die Straßen in seinem Liefergebiet inzwischen auswendig. Und da werdet ihr davon. Herr Andreas. Boah, muss hier echt auf Zack sein. Andreas hat die große Box auf dem Rücken und Claire tut sich trotzdem schwer, mit ihm mitzuhalten. Aber jede Verspätung kann Kunden verärgern. Hallo. Wir haben einmal Pizza Thunfisch. Sie müssen in der App bestätigen, dass Sie die Pizza abgeholt haben. Erst jetzt erfahren Sie die genaue Adresse des Kunden. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Danke auch. Ich merke mir jetzt alle Details, Kundenname, Adresse und dann war's. Das hast du dir jetzt so schnell alles gemerkt? Ja, klar. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, aber okay. Oh Gott. Weiter geht's zum hungrigen Kunden. Die Zeit läuft und der Berliner Verkehr ist ja berüchtigt. Hier hat es offensichtlich jeder eilig. Auch die Fußgänger machen Claire zu schaffen. Keine Zeit, sich darüber zu ärgern. Andreas hat es drauf. Die beiden kommen sogar ein paar Minuten früher an. Sind wir da? Wir sind da. Okay. Es geht in den 7. Stock. Zeit für eine kurze Verschnaufpause im Lift. Tschüss, schönen Tag. Schon ist der Auftrag erledigt. Gibt es gar kein Trinkgeld? Kommt halt darauf an. Die meisten bezahlen halt Bargeld los. Das heißt, viele haben gar kein Trinkgeld zu Hause, aber ich kann mich nicht beschweren über Trinkgeld. Was die anderen zu wenig geben, geben die anderen meistens zu viel.
Das Unternehmen zahlt pro Stunde zwischen 9 und 11 Euro. Alle Fahrer sind angestellt, Vollzeitfahrer, Werkstudenten, Midi oder Minijobber. Pro Stunde sollte man 2 Aufträge schaffen. Jeder darf maximal bis zu 8 Stunden fahren. Erst nach 6 Stunden hat man offiziell 30 Minuten Pause. Darf Claire jetzt allein fahren? Andreas kritisiert ihren Umgang mit anderen Verkehrsteilnehmern. Da waren 2 Situationen, die waren nicht so gut. Ja, aber da kommt dann mein wahrer Charakter hindurch. Ja, ja, wenn mich jemand anmotzt, ich bin da so schwer drin irgendwie. Du bist da so gut drin, irgendwie Kontenance zu behalten. Du merkst es gar nicht, ne? Nee. Du machst so straight dein Ding. Aber ich war dann teilweise ein bisschen motzig. Eigentlich hatte Claire gar nicht reagieren dürfen. Schließlich ist sie im Namen der Firma unterwegs. Jetzt muss sie sich wohl zusammenreißen. Der ist riesengroß. Da ist ja jetzt noch nicht mal was drin. Ich falle so nach hinten über. Meine Schicht hat begonnen. So, Start. Jetzt heißt's warten, bis der erste Auftrag kommt. Meh, meh. Okay, ich muss ins Da Vinci Ristorante in die Georgenstraße 192. Claire hat 30 Minuten. Die App schlägt ihr die schnellste Route vor. Die muss sie sich einprägen. Torstraße, da fängt's schon an. Ist, glaube ich, in die Richtung. Ja, Torstraße ist da. Okay, da muss ich über die Torstraße drüber, dahinter in die Linienstraße, übers Wasser. Ich muss los. Egal, wie eilig Claire es hat, sie muss sich an die Verkehrsregeln halten. Sie hält immer wieder an, um auf ihr Navi zu schauen und verliert wertvolle Minuten. Hallo, ciao. Okay, also das ist einmal Spaghetti, einmal Tiramisu, 3 Pizza. Das stimmt. Beim Verpacken gibt es strenge Regeln. Jetzt ist hier die warme Pasta on top auf dem Salat, der ja eigentlich kühl ist. Eigentlich muss ich es anders organisieren, oder? Ich muss eigentlich das rausnehmen, das ist nicht richtig. Oh Mann. Verzettelt sich Claire etwa schon beim Packen? Ich habe kaum Platz. Mann, ich muss mich beeilen. Endlich geschafft. Danke, ciao. Die App weiß immer, wo die Fahrer gerade sind. Also auch der Arbeitgeber und der Kunde. Allein in Berlin steuert die App rund 450 Fahrer. Claire kommt 5 Minuten zu spät. Die Kunden sind zum Glück nicht verärgert und geben sogar Trinkgeld. Vielen lieben Dank dir. Danke euch. Also. Ich muss mich ein bisschen besser organisieren, glaube ich. Vor allen Dingen auch mal so die Uhrzeit im Blick haben, damit ich so ein bisschen mehr ein Gefühl für Zeit kriege. Die einzigste Vorgabe ist. Der nächste Auftrag. Wieder zu spät. Und der nächste Auftrag. Die Zeit vergeht wie im Flug. Also noch 7 Minuten Schicht, aber kommt jetzt noch ein Auftrag rein oder kommt keiner rein? Also ich hätte Bock. Jetzt bin ich heiß. Für Claire ist nach 2 Stunden Schluss. Aber sie hat zu wenig Aufträge geschafft. Ja, ich bin eine richtig beschissene Statistik heute gefahren. Und ich weiß auch nicht, wie ich das morgen hinkriegen soll. Ich muss einfach Gas geben. Tag 2. Heute will Claire mindestens 2 Aufträge pro Stunde schaffen. Wären da nicht immer diese roten Ampeln? 3 Minuten noch. Also wenn ich in die Pedale haue, dann schaffe ich es. Claire kann solche Zeitfresser ausgleichen. Sie ist sehr konzentriert und gibt alles. Trotz der Hektik bleibt sie auch immer freundlich. Und heute ist der Geburtstag. Oh, happy, happy birthday. Ja. Vielen, vielen Dank. Bei der ersten Kundin hat Claire es rechtzeitig geschafft. Aber sie muss dieses Tempo jetzt durchhalten. Ich kann nicht mehr. Und das tut auch so weh auf Kopfsteinpflaster. Oh Mann. Doch die App nimmt darauf keine Rücksicht. Das kommt mir gerade gar nicht recht. Ich würde gerne mal ganz kurz durchatmen. Aber jetzt bin ich auch einfach platt. Ich zitter auch total.
Oh. Pause ist nicht. Die darf man ja erst nach 6 Stunden machen. Und Aufträge ablehnen kann man nicht. Dauert noch? Claire muss warten. Wertvolle Minuten verstreichen. Geht mir aus dem Weg, ich hab's eilig. Ich bin ein bisschen genervt, weil ich auch ein bisschen Hunger habe. Claire hält den Hunger nicht mehr aus und riskiert einen Abstecher zur Tankstelle. Oder ich darf keine Pause machen, ne? Das ist ja keine Pause, das ist ja nur menschlich. Durst. Geh mir jetzt. Von meinem Trinkgeld. Claire kann nicht mal runterschlucken, schon kommt der nächste Auftrag. Der nächste Kunde hat mehrere Pizzen bestellt, deshalb erledigen 2 Fahrer den Auftrag gemeinsam. Claire fragt sich, wie José den Job als Vollzeitfahrer aushält. Also Gewöhnungssache. Irgendwann hat man den Körper so weit aufgebaut, dass man die Kondition dafür erfüllt. Für Normalos ist das schwer zu schaffen. Man sollte körperlich fit sein und sportlichen Ehrgeiz haben. So, ich habe einen kleinen Wettbewerbsgeist und es gibt bei uns so eine Tabelle, wer am schnellsten Zeit hat und wer die besten Statistiken hat. Und ich versuche da immer so ein bisschen weiter nach oben zu klettern. Der Stundenlohn ist relativ niedrig, deshalb ist Trinkgeld umso wichtiger. Und deshalb geben die Fahrer umso mehr Gas. Tag 2 von 3 ist geschafft. Immerhin hat Claire ihr Soll heute geschafft. Ich hatte auch nie den Anspruch, dass ich gerne Trinkgeld kriegen will. Aber ich habe jetzt so gemerkt, dass es schon so ein bisschen, und auch wenn es nur wenig ist, es ist eine kleine Anerkennung. Zu Hause merkt Claire, wie sehr der Job sie schlaucht. Ich liege jetzt auf meinem Sofa. Das ist auch das Einzige, zu dem ich jetzt noch fähig bin. Tag 3. Heute heißt es antreten mit Muskelkater. Aber Claire wirkt routinierter. Sie schlängelt sich immer geschickter und mutiger durch den Verkehr. Doch sie scheint auch unachtsamer. Stoppschild, ne, Claire? Stoppschild. Ihre Konzentration lässt immer mehr nach. Mir ist gerade was aufgefallen. Ich habe die Pizza vergessen. Aber Claire hat Glück. Die Kunden beschweren sich nicht beim Lieferdienst, denn sonst gäbe es Ärger. Tut mir total leid. Das ist wirklich gar kein Problem. Lasst euch schmecken. Damit endet auch Claires Job als Lieferdienstfahrerin. Was sagt sie zu den Arbeitsbedingungen? Ich hätte so eine lange Schicht nie im Leben stemmen können. Also auch gerade da in diesem Bezirk, wo ich unterwegs war, da ging es ständig bergauf, da war überall so Kopfsteinpflaster. Irgendwann hat mein Körper mir gesagt, nee, ich kann jetzt nicht mehr, ich möchte auch nicht mehr. Und 6 Stunden, das wäre für mich nicht zu stemmen. Claire hat 23,45 € Trinkgeld bekommen. Etwa 3 € pro Stunde. Mit Trinkgeld macht das einen Stundenlohn von 12 €. Der Job macht fit und der Arbeitgeber hat Claire fair behandelt. Aber die Vorgaben und Pausenzeiten sind hart und streng. Wenn ich mir was bestelle, dann werde ich auf jeden Fall ein paar Euro Trinkgeld geben, weil ich jetzt mal gesehen habe, eben, was für eine Geschichte auch hinter so einer Lieferung steckt.